Jetzt mal was mit Kohl. Lasst euch einfach mal überraschen, was es wird. Entweder ist es was für euch oder es ist nichts für euch. Ich mache es das erste Mal. Und ob es was für uns ist, kann ich auch noch nicht sagen. Wir probieren es. Und ja, wir legen mal los. Wir brauchen einen halben Kohl. Ich habe jetzt Würsingkohl. Man kann auch Weißkohl nehmen, denke ich mal. Ich habe Würsingkohl, einen halben Kohl. Wir haben 150 Milliliter Milch, 300 Gramm Mehl, 16 Gramm Instant-Hefe, also Trockenhefe. Reinwaage habe ich uns gekauft. Und da kann man grammgenau abwiegen. Guck mal, die sieht so aus. Sieht so aus, so eine kleine Waage. Dann machen wir mal Tara. Dann nehme ich jetzt hier diese Hefe, die wir bekommen haben, im Paket. So, 16 Gramm. Das ist so eine kleine Feinwaage. Das nennt man auch Briefwaage. Und die wiegt bis, was hat gesagt, 300 Gramm, genau. Käse, 150 bis 200 Gramm und zwei Eier. Also, dann schneiden wir das. So, ihr Lieben. Jetzt machen wir es noch so klein. Jetzt kommen dazu die 300 Gramm Mehl, die zwei Eier, Salz. Jetzt kommt noch das, ja, aber es ist so, das kommt hier alles mit rein. Und jetzt wird das alles so vermischt. Die Hefe kommt auch mit rein. Salz. Die Milch. Das macht ihr wie so ein Teig. Wie ein Teig verkneten. Jetzt kommt nämlich der Käse, wird jetzt reingerieben. Dann reiben wir mal den Käse. Das reicht. Der kommt jetzt noch mit da rein. So, und da das ja Kohl ist, mache ich noch Muskat rein und ein bisschen Kümmel. So, genau. So, das kommt jetzt alles hier rein. Genau. Ich habe jetzt die, wir haben jetzt die Form eingefettet und haben jetzt diesen ganzen Kladderadatsch hier reingetan. So, jetzt nehme ich meine Hände, mache die in Wasser. So, und das geht jetzt 180 Grad, 30 Minuten etwa. Am Ende sage ich euch, wie lange es im Ofen war. Und dann sehen wir uns wieder. Ihr Lieben, so sieht es jetzt aus. Es soll eine Kohlpastete sein. Und ja, Irmi steht schon hier zum Kosten. Wir machen jetzt mal eine Verköstigung. Okay, ja, kommt gut raus. So. Geschmackstest. Geschmackstest. Auf jeden Fall ist es heiß. Heiß. So sieht's aus. Mhm. Mhm. Schmeckt. Ja. Ach, Alexa, könnte vielleicht ein bisschen mehr Salz? Oder? Also für mich, für dich vielleicht nicht. Aber Leute,
Es schmeckt. Mhm. Ist gar nicht trocken. Ich habe gedacht, ist trocken. Aber, so sieht's aus. Dann sehen wir uns im nächsten Rezept wieder. Was sagen wir denn? Wir freuen uns, kochbar bist. Immer wieder gerne. Immer wieder gerne und tschüss.